Dienstagabend, kurz nach 8, wir sitzen bei Gläumes in Krefeld. Herzlich willkommen bei Gläumes Frage! Können die alle mitlesen? Geil, ne? Wir haben wie immer hervorragende Gäste, diesmal die DJ und Clubbetreiberin Eminenz und den Gitarrenderwisch Dennis Hormes. Vielen Dank, dass ihr da seid. Sehr gerne. Und wir haben was gemacht, was wir selten machen. Wir haben eine Home-Story gemacht. Wir waren beim Dennis zu Hause. Tatsächlich. Aber weil er das zu Hause nicht zeigen wollte, nein, nicht weil es nicht aufgeräumt war, war alles in Ordnung. Aber er wollte den Rest vom Zuhause nicht zeigen, also waren wir im Musikzimmer. Richtig. Da haben wir gedreht. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dennis Hormes, ich komme aus Kempen und bin Musiker. Auf Kaffee und Zigarette mag der Mit-30er nicht verzichten. Der gebürtige Kempener stand bereits mit 12 Jahren regelmäßig umjubelt auf der Bühne. Die Liebe zum Retro und echten Klassikern begleitet ihn auch bereits seit Kindertagen. Als er gerade 16 Jahre alt war, wurde er Endorser bei Gibson und gilt damit bis heute als jüngster Fürsprecher einer Weltmarke. Ungefähr zur gleichen Zeit hat er seine Liebe zu alten Autos, speziell der Marke Alfa Romeo, entdeckt. Bei beidem war sein Vater, der Kfz-Lackierer und sehr ambitionierter Hobbymusiker ist, sicher nicht ohne Einfluss. Wenngleich er auch seit Jahrzehnten virtuos an der Gitarre unterwegs ist und mehrere Welttourneen mit verschiedenen namenhaften Künstlern gemacht hat, ist er nun gerade in einer neuen Schaffensphase. Mittlerweile ist der Katzenliebhaber das Gesicht für Yamaha-Gitarren und Engel-Amps. Obwohl, oder vielleicht auch weil er die ganze Welt schon bereist hat, sucht er seine Erdung und Heimat immer wieder hier am Niederrhein. Seine fast kindliche Freude am Spiel trifft auf eine ungeheure Routine und daraus resultiert eine unvergleichliche Spannung, in welche musikalische Richtung es sich wenden wird. Begrüßt mit uns den Gitarrenderwisch Dennis Hormes. Schön, schön. Es gibt ja auch Leute, die bezeichnen dich als Gitarrengott und das finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber Derwisch finde ich schon ganz gut. Ja. Ja, das mit dem Derwisch, da weiß ich auch gar nicht so genau, wo das herkam. Irgendwann stand das mal irgendwo, ne? Ja. Aber, Und es wird immer wieder, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Leute von jemand anders abschreiben. Und das tun ja viele. Hast du jetzt auch gemacht? In dem Fall habe ich das auch gemacht. 18 Quellen sagen Gitarrenderwisch, dann muss ich das wohl mal glauben. Verdammt, ja. Ja, klasse, ey, abgefahren. Ich habe das ja noch gar nicht gesehen gehabt. Ja, ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Ach so, du auch noch nicht. Pfiffig, ne? Ja, ist klasse. Meine Gitarre noch nie so aufgenommen gesehen. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Du hörst deine Gitarren auch meistens mehr aufgenommen. Richtig, ja. Aber auch so, im bewegten Bild. Ja. Ist ja schon mal ganz gut. Ja. Du bist seit frühester Kindheit, oder seit früher Kindheit, nicht seit frühester Kindheit, sondern seit früher Kindheit mit der Gitarre zugange. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Puh, ja, okay. Sagen wir mal so, ich war jetzt nicht unbedingt das kreativste Kind. Ja. Hab von meinem 6. bis 10. Lebensjahr Motocross gefahren auf kleinen 50-Kubik-Maschinen. Das war so meine Faszination bzw. Leidenschaft oder Vision, mal was in der Richtung zu machen, weil Familie, Motorsport begeistert, Vater und so weiter, immer. Dann habe ich das gemacht, habe mich dann dummerweise mal so dermaßen auf die Fresse gelegt, dass ich mir das Handgelenk links angebrochen hatte und dann war der Spaß für mich relativ schnell vorbei und saß dann so relativ teilnahmslos daheim für ein Jahr auf zwei. Und ich war jetzt auch nicht unbedingt für Fußball oder Sportliches zu begeistern, was sehr zu Leid meiner Eltern, weil die haben gedacht, der müsste jetzt mal irgendwas machen oder mal, wie man früher so gern gesagt hat, der fängt alles an und bringt nichts zu Ende. Mhm. Ich frage mich dann immer, wann was zu Ende ist, so, aber natürlich eine andere Sache. Ja, da stand Opas dreiseitige Höfner-Gitarre dann doch noch irgendwie um die Ecke. Und wie das halt so ist, man experimentiert dann so ein bisschen rum. Also ich habe dann, wie viele halt, mit irgendwelchen Satisfaction, Stones, Intros und so weiter rumprobiert. Oder beziehungsweise das, was mein Vater mir dann auch noch zeigen konnte. Und dann hatten wir so eine Art Deal, weil natürlich Akustikgitarre für mich jetzt nicht so unbedingt
erstrebenswert war. Ja? Also ich wollte ja, wenn dann schon, E-Gitarre spielen. Das hatte ich dann wiederum zwei Wochen zuvor in einem Video gesehen und von Van Halen. Ja, ja, ja. Und dachte so, boah, ey. Also in der Schule haben die Typen ja die Mädels immer gekriegt, weil sie super Fußball und einen super Potschnitt hatten und so. Ich dachte, oh, aber die kriegen jetzt auch Mädels, weil die Gitarre spielen. Das fand ich total gut. Das Ach so, das, die Mädels waren der ausschlaggebende Punkt. Ja, ja. Ah, okay. Nein, auch. Also in der Tat ist es ja so, dass ich auch irgendwann mal mit dem Gitarrespielen angefangen habe und es irgendwie auch ziemlich viel cooler fand, zu stehen und mit langem Arm zu spielen, was total unbequem ist. Ja, ich finde das schon ziemlich unbequem. Mhm. Im Gegensatz dazu halt mit der Akustikgitarre. Fußbändchen. Genau, mit Bändchen und auf dem Knie und so weiter. Mhm. Das hat schon eine andere Anmutung, sagen wir mal. Ja, absolut, absolut. Mhm. Klar, das war ja so ein bisschen, ja, natürlich auch ein Grund. Ja, also, aber auch die Musik als solche. Also, wir hatten immer Musik zu Hause. Es war immer, mein Vater hat halt immer Songs 60er, 70er Kram gehört, viel Rock, Pop, Mother's Finest. Meine Mutter hat immer sehr viel moderneres Zeug gehört. Also sprich, ich wurde von beiden Seiten gut gefüttert damit. Mhm. Und ja, wir hatten dann so einen Deal, weil ich gesagt habe, okay, es muss dann schon eine E-Gitarre sein. Oder wäre auf jeden Fall das, was ich machen wollen würde. Und mein Vater hat gesagt, okay, pass auf, wenn du jetzt House of the Rising Sun von den Animals spielen kannst, dann kaufe ich dir auch eine E-Gitarre. Habe ich mich halt noch 24 Stunden hingesetzt und dann konnte ich den Song spielen und dann musste mein Vater mir eine E-Gitarre besorgen. Und das war so quasi der Startschuss und auch der Deal und seitdem hat mich das zum Glück auch nicht mehr losgelassen. Aber das heißt, du hast gar keinen richtigen Unterricht genommen oder was, sondern hast das autodidaktisch dir angeeignet? Ja, also meine Mutter hat mir dann wie vielen Kids damals das Peter Bursch Gitarrenbuch ohne Noten. Auch das? Ganz wichtig, ohne Noten. Habe ich auch, weil, ja. Klar, wer hat das nicht? Also ich hatte es noch mit der labbrigen Schallplatte, so, die ich aber nicht hören konnte, weil ich keinen Plattenspieler hatte. Und ja, mit dem Buch habe ich halt dann angefangen, die Akkorde zu lernen und so weiter, wie halt Tausende oder Hunderttausende in Deutschland wahrscheinlich auch. Wie gesagt, das Buch hat sie mir besorgt und daraufhin konnte ich dann irgendwie den Song spielen. Hab dann auch mal ein, zwei Unterrichtsstunden genommen in Kempen beim Musikhaus Funken, bei dem Epi. Mhm. Heute ein sehr guter Freund von mir. Damals war ich ein sehr gehasster Schüler, weil ich in diesen zwei Stunden einfach nicht das lernen wollte oder annehmen wollte, was er mir beibringen wollte. Und hab's dann halt auch direkt gelassen, weil er kam mir dann mit dem Quintenzirkel und den Tonleitern. Und da hab ich gesagt, pass auf, Mathe muss ich schon in der Schule machen. Das finde ich auch scheiße. Also das, ich will spielen, bring mir was bei. So, ne? Und dann habe ich halt einen Weg für mich gefunden, das wirklich autodidaktisch, wie du sagst, was auch anfangs oft fehlerhaft war oder bis heute teilweise ist, weil Sachen halt wirklich aus dem Affekt entstanden sind, die ich mir halt so angeeignet habe, die mich in meiner Karriere jetzt so nicht behindert haben. Außer, dass ich jetzt keine Noten nehmen kann, aber auch da gab es eigentlich nie Probleme. Also es gibt vielleicht mal Engagements, wo man tatsächlich Noten lesen müsste. Das ist mir einmal passiert im Musical, wo ich dann halt diese Europa-Tour der Rocky Horror Show gespielt habe und ich bin ohne Audition, also ohne vorzuspielen, quasi da reingerutscht, war der Musical Director, Brandon Etheridge aus New York, der meinte so, ich habe mir ein paar Videos von dir angeguckt, dass du spielen kannst, weiß ich, ist überhaupt kein Problem. Und jetzt saßen wir dann ein paar Wochen später in den Proben und die hatten die Musik, also die Sheets, die Noten irgendwie hingelegt und wir saßen uns bei der Probe und wenn man mir sagt, okay, komm, Refrain in der und der Nummer, dann spiele ich halt den Refrain, ist okay. Der fing aber jetzt als Dirigent an und meinte, wir sind bei Takt 32, Abschnitt B. Und ich saß ungefähr so, was will er von mir, ja. Und alle waren, ja, alles klar, so, okay, let's go. Und ich war noch so ein bisschen verunsichert, offensichtlich scheinbar. Er kam dann so hinter meinen Notenpult und das war so ein bisschen wie diese Werbung, wie Gott, der Mann kann nicht lesen. Da müssen wir was tun. Also er trat dann hinter meinen Notenpult und meinte so, Dennis, wir sind bei Takt, mein Gott, der kann nicht lesen. Ja,
ehrlich gesagt, Brandon, sag mir einfach Refrain oder Strophe. Da komme ich mit klar. Also, ne? Und das war wirklich auch das einzige Mal bis jetzt, wo das so passiert ist, dass ich halt hätte auf Notenkenntnisse zurückgreifen müssen. Aber auch das war kein Problem, weil das Gehör dann irgendwann so geschult ist, dass du dich auch recht schnell in so Situationen einfügen kannst. So, ja. Das heißt aber, wenn du jetzt für jemanden spielst, musst du praktisch die Musik hören einmal, um dann dich da reinspielen zu können. Genau, ja, bestenfalls. Aber die Musik ist teilweise heute ja so simpel geworden, dass es meistens irgendwelche 4 Akkorde sind, die sich dann in Schleife wiederholen. Natürlich nicht immer, um Gottes Willen. Ne? Das, ich will jetzt nicht jeden Künstler irgendwie deflammieren oder so. Quatsch. Aber oft ist es so, gib mir lieber den Song einmal zum Hören, dann könnte ich mir Notizen machen oder was aufschreiben. Gibt auch Künstler, für die ich gearbeitet habe, wo meist, also sagen wir mal so, wenn die Komposition von Dieter Bohlen ist, dann muss ich mir das aufschreiben, weil die sind alle gleich. Das sind wirklich immer die 4 Akkorde, nur mal in einer anderen Tonart. Mhm. Ja, ich habe mit Mark Medlock eine Tour gespielt. Ich wusste bis zum Ende, nach 3 Jahren Zusammenspielen, Tour, jetzt nicht, was Maria oder was weiß ich noch, eine andere Nummer war, weil es waren wirklich dieselben Akkorde, immer derselbe Groove, Love is in the Air. Ich habe dann irgendwann mal diese Noten vergessen zum Gig Open Air. Ich war viel zu spät dran, ich war irgendwie dahin geslidet, auf die Bühne gerannt. Die haben mir dann alle zum Glück alles aufgebaut gehabt. Die erste Nummer geht los und ich habe immer nur den Bassisten angeguckt, so, was für ein Song? Und er immer so, F! Ach so, der Song. Den Song irgendwie gespielt und dann habe ich gemerkt, ach, das Schema ist ja eigentlich immer das gleiche. Ich brauche nur noch die Tonarten. Ja. Okay, dann so halt. Also so höre ich es raus. Gibt auch weitaus komplexere Sachen. Klar, wenn ich jetzt mit der Julia Neigel zum Beispiel spiele, wo man im Trio oft spielt, also mit Flügel, Gitarre und Gesang, dann ist man natürlich so ein bisschen mehr auf dem Präsentierteller als eingebettet in einer Band, wo du halt auch mal einen Fehler machen kannst oder dich auch auf die anderen verlassen kannst. So war es von jedem Instrument wirklich nur einer da. Und die Songs sind auch wirklich wesentlich sensitiver und auch ein bisschen aufwendiger, würde ich sagen. Und da muss man sich dann schon auch, also da muss ich mich auch jedes Mal wieder aufs Neue nochmal hinsetzen, reinarbeiten. Aber es passiert tatsächlich so, dass ich mich hinsetze mit dem Original-Song und den Tracks und es raushöre. Und ich mag mir auch nicht gerne Notizen machen, weil man kennt das von den Klassikern und so, die hängen dann immer so am Blatt. Und das, ich will eigentlich auch am liebsten nichts auf der Bühne liegen haben. Man hat mit dem Spielen natürlich schon genug zu tun. Was soll ich jetzt da irgendwie? Ich habe 3 Dioptrien, weil sie sich so aussehen, sehe ich nichts mehr. Siehst du den Boden gar nicht mehr? Nee, ja, den Boden noch. Das Publikum beim Live-Spielen eigentlich auch schöner, wenn ein bisschen Improvisation dabei ist, weil ich sag mal, die Stücke von der Platte her kennt man so oder aus irgendwelchen anderen Medien und man erwartet ja eigentlich beim Konzert schon ein bisschen auch ein Extra, in dem das halt ein bisschen Impro stattfindet. Ne? Ja, also das ehrt dich sehr, dass du das erwartest, aber es gibt halt auch viele Leute heutzutage, die genau das nicht erwarten. Echt? Nee, also das ist zu verwöhnt. Nee, was heißt verwöhnt? Nee, ich finde das ja auch geil, wenn ich zu einem Konzert gehe und die Band oder der Künstler oder die Künstlerin mal was anders spielen als auf der Platte oder also dann mal irgendwas passiert. Klar, das, ne, wenn man es kennt, wenn man mitsingen kann, ist toll, aber ich finde, es ist ja auch toll, wenn so ein Stück halt ein bisschen länger wird, als wie man es kennt, weil es halt noch ein Solo gibt von dem und dem. Ne? Ja, schon, wobei, ne, wie gesagt, das Publikum auch oft so eingefahren ist auf die Studio-Recordings oder Live-Recordings, die sie irgendwann mal gehört haben, muss ich mich ja nicht, also ich klammer mich da nicht aus, mir geht das auch so, wenn ich jetzt, Gott habe ihn selig, kann ihn nicht mehr sehen, aber Gary Moore zum Beispiel sehen würde und ich dachte, da will ich bei, was weiß ich, der und der Nummer, will ich das eigentlich auch so hören, wie das schon gespielt war. Klar, verstehe ich auch vollkommen, aber dafür bin ich auch viel zu viel Musiker, dass ich den Leuten nicht dann auch einfach ihren Freiraum gebe als Zuhörer und sage, ey, mach was du willst, wir sind alle wegen dir hier, alles cool, spiel. Ja, das ist schon eigentlich super. Aber wie gesagt, es gibt heute halt auch die Hörerschaft, die sagen, nee, das muss Ton für Ton, darauf läuft es halt oft auch hinaus, so dass auch gerade in den großen Zeiten der Tribute-Bands und so weiter, gehen ja viele mit der Voraussetzung dahin, dass das exakt so klingt,
irgendwie vom Künstler B was auch immer. Ja gut, also bei einer Tribute-Band kann ich das ja noch nachvollziehen. Ne? Also das ist ja, um den Leuten, die jetzt nicht wissen, was eine Tribute-Band ist, das ist eine Band, die Coversongs spielt, aber eben nur von einer oder maximal von zwei anderen Bands, die aus einem gleichen Genre kommen und halt nicht querbeet Party-Mucke machen. Das Beste der 60er, 70er, 80er. Und das Beste von heute. Ja. Sondern die halt sich auf eine Band fokussieren, die sie nachspielen. Und wenn das nachgespielt ist, dann will ich als Zuhörer natürlich auch das haben, wie es so im Original klingen müsste. Mhm. Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Mhm. Aber wenn man Künstler hat, die ja ihren eigenen Kram spielen und die dann da drin auch noch variieren können, das ist eigentlich noch viel besser, oder? Ja, finde ich auch, absolut. Also da kann sich auch ein Gitarrist oder ein Bassist oder was auch immer sein 10-Minuten-Solo nehmen oder wenn er Bock hat, finde ich völlig legitim und gerechtfertigt auch, weil der ja schließlich die Nummer eh geschrieben hat. Warum soll er die jetzt 50.000 Mal gleich spielen? Wenn er sagt, okay, ich habe heute mal nicht so ganz guten Tag, dann spiele ich halt Studio-Version, weil das ist die Safety-Basis, das ist der sichere Weg, da kann ich keinen Fehler machen, ja, weil es halt einfach nur Abrufen eines vorhandenen Stückes ist. Ansonsten covern die sich ja quasi selber. Das wäre ja Quatsch. Ja. So. In der Tat habe ich das mal so erlebt, dass ich bei einer Jazz-Formation war, die, wie ich fand, auf der Bühne total abgefahrenes Zeugs gemacht haben und da habe ich gedacht, boah, Knaller, davon nimmst du dir die CD mit und dann habe ich die CD zu Hause gehört und es war 1:1. Ja, also es war, also ich war im Prinzip darauf geeicht, jetzt auf der CD eine mildere, flachere Version zu hören. Und es war aber wirklich 1:1 mit allen Extravaganzen, die auch auf der Bühne gemacht haben. Da war ich tatsächlich von der CD so ein bisschen enttäuscht. War das was Neueres? Ist das lange her? Oder? Das ist 3-4 Jahre her. Also so Free Jazz kam. Ne? Also, aber es war halt wirklich sehr dicht an dem, was auf der Bühne passiert ist. Passt aber zu unserer Zeit. Ja, leider. Weil die Leute keine wirklichen Risiken mehr eingehen. Also klar, ich spiele zum Beispiel sehr oft auf Risiko. Das heißt, klingt jetzt total sportlich, ne? Aber ole, ole. Ja, nee. Also ich sag mal so, okay, ich kann das Ding jetzt komplett an die Wand fahren, was durchaus passieren kann in dem Moment. Aber ich spiele halt insofern auf Risiko, dass ich sage, okay, wenn ich einen falschen Ton spiele, dann ist das halt heute auf Kies gefurzt, dann habe ich halt Pech gehabt. So, ne? Heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Safety First ist in der Musik auch so dermaßen angekommen, dass diese Leute halt auch, wie du schon sagst, jetzt ich erinnere mich an eine andere Band, die im Fusion-Jazz-Genre vor ein paar Jahren, also auch so vor 3-4 Jahren extrem gehypt wurde. Was auch wirklich anhand der YouTube-Videos, vermeintliche Live-Situationen, wo sie im Studio und wow und alles total klasse und mega monstermäßig arrangiert. Das hat dann jeder irgendwann mal gesehen auf YouTube und alle so, oh, tierisch, das ist der neue Shit, das ist das Geilste, was wir je gehört haben. Dann habe ich diese Truppe live gesehen. Ähnlicher Effekt, nur dass ich halt diese Videos vorher kannte und diese Recordings und den Sound vorher kannte. Und die haben exakt 30 Minuten gespielt und dann wollten die Leute auch eine Zugabe. Es war jetzt auf einer verrückt. Ja, Was fällt denen ein? Dieses Publikum. Und die mussten, und das war wirklich eine Ami-Truppe, irgendwie, also mega, wie gesagt, mega ausgecheckt, nennen noch keine Namen, scheinbar. Die mussten dann tatsächlich ganz billig wiederholen. Also die mussten dann die erste Nummer nochmal spielen, weil die hatten nichts mehr. Wir haben doch die 30 Minuten geübt, scheiße. So, dann war das Set durch. So. Und die mussten tatsächlich nochmal anfangen und auch kein, also es klang vermeintlich improvisiert und es war auch wirklich sehr ausgecheckt und wirklich auf höchstem Niveau gespielt. Aber da war dann einfach auch Ende. So. Ja, da wird das Buch zugemacht, die Brille abgezogen und dann war der Gig halt rum. So. Und dieses Risiko gibt es nicht mehr so häufig. Ja. Die würde man wahrscheinlich in völlig andere Genres packen, wenn man zu sagen, okay, eine Stoner-Rockband oder so, die ist halt so 70er-mäßig dann eine halbe Stunde auf E-Moll. Das gibt es auch noch, klar. Finde ich auch geil. Kann ich mir nur nicht angucken, aber ich finde es auch mal ganz cool. So. Aber diese Risikobereitschaft ist ein bisschen weg, das stimmt. Ja, die Risikobereitschaft ja sowohl in der musikalischen als auch in der optischen Ebene, weil es gibt ja auch durchaus, ich sag mal in den 70er Jahren, ganz besonders viele Künstler, die auch groß geworden sind, die optisch nicht so dolle waren. Und Leute, die nicht so gut aussehen, kommen jetzt auch nicht so richtig in die Charts. Ja,
Ja, das kann schon sein. Ich meine, da sind die 70er, 80er natürlich super gewesen für Leute. Ich meine, außer für so Leute wie Michael McDonald oder so, der dann plötzlich einen Hit hat und denkt so, ach du Scheiße, aber ich sehe ja aus, wie ich aussehe. Ja, weißt du, ja. Das konnten die gar nicht vermarkten. Da haben die gesagt so, ach oh Gott, was machen wir mit dem Typen? Der sieht ja einen Sack über den Kopf oder was. Da gab es dann Milli Vanilli, ne? Ja, zum Beispiel. Aber, das schöne Gesicht vor der Musik, ja. Aber eigentlich durften die auch das, weil die Songs und die Musik so gut war, dass es eigentlich scheißegal ist, wie du aussiehst. Und sollte, hoffentlich wird es auch irgendwann mal wieder so. Glaube ich erstmal noch nicht dran. Aber das ist halt leider der Weg heutzutage. Ne? Mhm. Es wird über Optik, über Vermarktung ganz viel gemacht. Es ist halt eine große Geldmaschinerie, die ist schon immer wahr. Ich will jetzt nicht sagen, dass das früher war alles besser oder so. Aber ich sage mal so, individuelle Künstler, die wirklich aus dem Nichts kamen, die konnten tatsächlich auch noch was werden. Also wenn du heute mit nichts ankommst, dann wird da auch nichts draus. Ja, das heißt, du musst schon ganz schön viel mitbringen, sei es entweder mit Leuten im Backup oder mit ganz viel Geld, weil aus viel Geld kannst du noch mehr Geld machen. Aus gar nichts machst du gar nichts. Ja, aber das ist in jeder Branche so mittlerweile so. Leider, ja. Deshalb sage ich ja leider. Ja, ne? Ja. Also ich meine, du kannst jetzt nicht mehr irgendwie wie das WizKid aus dem Off kommen und sagen, ich drehe die Welt auf links. Das funktioniert halt nicht mehr. Ja, du kannst dich anpassen, du kannst mitschwimmen. Es gibt Menschen, die schwimmen nicht so gerne mit und sagen auch mal, was einem nicht passt, so wie ich. Deshalb eckt man vielleicht manchmal auch an. Aber ich eck lieber an, als dass ich irgendwie jemanden so in den Mantel krieche, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und dann bin ich lieber so und kann mir im Spiegel sagen, ja, ich bin wenigstens noch echt, was das angeht. Aber das stimmt leider. Das ist so ein bisschen die Welt heutzutage, egal wie du sagst, musikalisch oder ich weiß nicht, wie es in dem Kfz-Bereich ist, ob es da ein ähnliches... Ganz genauso. Ja, ganz genauso. Es gibt Mainstream, der halt von allen gemocht wird oder mehr oder weniger gemocht wird. Und es gibt wie auch in allen anderen Möglichkeiten und in allen anderen Lebensbereichen gibt es Leute, die anders sind, die ganz anders sind, die auch ein Zielpublikum finden, aber erstens, bis dass sie es gefunden haben, ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Und das andere ist, dieses Zielpublikum wird immer kleiner, weil durch diese Internetvermarktung, die ja so stattfindet, ja, bei Amazon, sie haben heute die Toten Hosen gekauft, dann könnte sie auch das und das und das interessieren. Ne? So, dann bleibst du immer in dieser Schiene die Toten Hosen. Aber vielleicht möchte ich morgen mal Tschaikowski hören. Ne? Das kann Amazon irgendwie nicht, Portale, die können einem sowas dann nicht vorschlagen. Hör mal, orientier dich doch mal ganz neu, nimm doch mal Salsa. Hä? Ja, ja, ne? Ja, die Chips habe ich gar keine. Ne? Also, das sind so, so Dinge, die halt, früher ist man ja tatsächlich in einen Plattenladen gegangen und da lief irgendwas Schräges. Das kenne ich auch. Weil der Typ, der den Plattenladen hatte, alles, was neu reinkam, einfach mal durchgehört hat. Ja. Einfach nur, um zu wissen, was es ist, ob es gut ist oder nicht. Zu wissen, was er für eine Scheiße verkauft. Genau. Ja, klar. Ja. So, aber das ist ja heute dementsprechend nicht mehr gegeben. Und das ist ja bei den Musikern letztendlich ganz genauso. Ja, ist oft so. Jetzt gerade, wo du es sagst, stimmt, es gab früher so Läden, wo ich auch noch immer hingegangen bin, Madra Music und solche Geschichten. Ja. Was war das, St. Tönis oder irgendwie so? Das war super. Da hab ich damals schon auch als Kind halt einfach manchmal auch nur, weil das Cover geil aussah, gedacht, oh, das gucke ich mir mal an. Da höre ich mir mal an. Heute stöbern die Leute ja nicht mehr so durch. Es geht ja nicht, du stöberst durchs Netz da. Und die Vorschläge, die machen genau. Ja, da ja schon genau. Und das Stöbern geht immer nur in eine Richtung. Ja. Weil ist ja auch die Artwork auf Covern gar nicht mehr. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das nicht mehr so gefragt ist, was ich schade finde. Weil wenn man guckt, früher hat man auch mal eine Platte, auch wenn die Musik nicht gut war, gekauft, weil da ein tolles Artwork drauf zum war. Beispiel, und ist halt vielleicht Jahre später hat man die doch nochmal gehört und hat gedacht, Mensch, was hast du denn da? Das ist gar nicht so schlecht, was du gekauft hast. Aber ich glaube, das ist heute gar nicht mehr. Ne? Es gibt ja im Prinzip so die physikalisch, das Album, die CD oder das. Ne? Klar, viele kaufen jetzt aus irgendwelchen hippen oder nostalgischen Gründen oder was auch immer. Audiophil vielleicht auch wieder eine Vinyl-LP, was ich einerseits cool finde, andererseits ist es aber auch nur wieder ein Hype, um irgendwelche Leute mit Kohle zu füttern oder umgekehrt. Ja. Erstmal ist es viel teurer, du musst wieder einen neuen Mix machen, es muss wirklich anders gemischt werden.
all diese Stolpersteine. Jetzt habe ich letztens gehört, die Kassette kommt wieder. Denk so, ja, okay, her damit. Ja. Also die Schallplatte kann ich noch verstehen, weil es ist wirklich eine andere Klangtechnik, also andere Klangqualität. Das dann brauchst du aber auch das Gerät, ja, natürlich. Was natürlich dann so geil klingt. Das kostet dann aber auch nochmal 5 Mille. Also weil Oma und Opa das vor 10 Jahren weggeschmissen haben. Ja. Aber Schlaufe hat man so das Bett geschoben. Ja, manche haben es sogar selber weggeschmissen. Ja, ich. Nee, aber ich hab noch einen Plattenspieler da. Aber ich würde jetzt nicht, im Moment jedenfalls nicht, auf die Idee kommen von einer neuen Band. Die ist ja digital aufgenommen und wird mir dann auf Vinyl audiophil verkauft. Ja. Wenn ich jetzt eine alte Bowie-Platte nehme und die da drauf packe, dann hat das für mich auch eine Reminiszenz an die Zeit und auch einen Sinn. Warum ich, oder die Beatles-Anthology-Sachen, wenn ich die, das rote, das blaue Album und so weiter, oder das White Album, was auch immer, da auflege, dann klingt das für mich nach der Zeit und macht auch Sinn, weil es ist ja auch so aufgenommen. Hm. Aber wenn ich mir jetzt von irgendeiner Metal-Truppe da irgendwie, keine Ahnung, das digitale, auf Cubase geschnittene Geschredder dann auf einer LP packe, dann sage ich ganz ehrlich, okay, dann gib mir das MP3, aber das genügt dann auch. Hm. Und wie du schon sagst, ein Cover und Artwork und so, das ist halt so schade, weil früher habe ich eine CD gekauft und habe mich erstmal zu Hause mit dem Booklet hingesetzt. Das war mega interessant. Was steht denn da drin? Oder wer ist da erwähnt? Oder wie ist das Design? Toto, Tambu, das war wie ein Buch. Da waren einzelne kleine Kapitel, Chapter 1, Chapter 3. Und da hast du quasi, da war eine Landkarte eingezeichnet, so scheiß alles, weißt du so. Aber da waren auch irgendwelche so Glasränder in diesem Artprint irgendwie so drin. Das war geil. Heute gibt es kein Cover mehr, weil das ist nur noch digital. Also du hast es, Singles, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Das heißt, es ist wirklich nur noch dieses Icon in deinem Player, also auf iTunes, Amazon oder sonst irgendwas. Das heißt, du brauchst ja auch die verschiedenen Seiten im Booklet brauchst du ja gar nicht mehr. Du hast Frontseite, Rückseite, fertig, verkauft. Und dann ist alles schön runter komprimiert auf MP3 und naja, gut. Also klar, bei Singles ist es tatsächlich so, aber ja, bei Alben, es gibt tatsächlich gerade im Vinylbereich eine ganze Menge Leute, die auch analog aufnehmen, ja. Die extra für Vinyl aufnehmen und dann natürlich auch einen Downloadcode mit dabei legen oder irgendwie was. Ja, das gibt es schon. Aber die arbeiten schon so gewissenhaft, dass sie analog aufnehmen, analog mastern. Ja, ja. Das kostet dich aber mindestens das Doppelt. Oder auch ein bisschen mehr. Oder auch ein bisschen mehr. Oder auch ein bisschen mehr, genau. Aber in der Tat ist das dann so, dass man das dann auch hören kann. Also, ich hoffe darauf, dass es Leute gibt, die das dann auch hören können. Ja. Ich fürchte, die kleine, feine Menge, die halt auch gerne mal improvisierte Musik hören möchte, ja. Ne, die es toll findet, wenn sich irgendwo Musiker treffen und sagen, so, wir fünf jetzt auf die Bühne und mal gucken, was heute Abend passiert. Ja. Und ich denke, so ist das auch mit der LP, dass es da eine kleine Gruppe gibt, die das zu schätzen wissen und die dann vielleicht auch mal die Artwork wieder wert sind. Hoffen wir es. Dann möchte ich mal glatt so eine Frage stellen. Wie siehst du denn die Zukunft der Musik? Also mittlerweile ist es ja tatsächlich nicht das Orakel. Ne? Nein. Ich möchte jetzt nicht so, vielleicht lieber eine Utopie als tatsächlich eine Weissagung. Mehr so, wie du dir es wünschen würdest. Also ich würde mir erstmal wünschen, dass das erstmal gewisse Formate, sei es TV und im Netz, einfach erstmal abgeschafft werden. Also fände ich sehr gut, diesen ganzen Rotz von DSDS, The Voice, X, Fuck You, keine Ahnung. Diesen ganzen Scheiß einfach mal weg damit wieder, weil das größte, also ich empfinde das als Problem, weil du suggerierst jedem Kid da draußen, die 15, 16 sind, dass jeder ein möglicher Star ist. Und das finde ich ist absoluter Bullshit. Ja, aber das ist ja tatsächlich so, jeder ist Maler, jeder ist, jeder ist Fotograf, jeder ist Schriftsteller, jeder ist... jeder zieht nach Berlin, ja. Jeder, ja, genau. Ich freue mich dann, wenn die Mietpreise vielleicht mal wieder ein bisschen besser hier sind, also, wenn die alle da hochgehen. Gentrifizierung und so. Nee, ich hoffe wirklich so ein bisschen darauf, dass das mal bei den Leuten ankommt, dass es einfach nicht geht. Ich meine, wie viele Musiker und Künstler brauchen wir denn noch? Irgendwann ist ja auch mal gut. Du siehst ja auch, wie schnell die wieder weg sind, also irgendwo, ne? Ja gut, da wird ja nicht, also in so Formaten geht es ja nicht darum, ich meine, warum sucht man zum Beispiel, nehmen wir dieses andere dämliche Ding, DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Als es damals
ich glaube, die erste Staffel da, dann weiß auch gar nicht, wer das da war, weiß ich auch nicht mehr. Wer das gewonnen hat, ist ja auch scheißegal. Wenn in zwei Wochen mal wieder aus dem Charts raus ist, ist den Leuten ja egal. Da dachte ich mir, okay, Deutschland sucht den Superstar, dann muss der Superstar doch jetzt mindestens mal 10 Jahre bleiben, weil wir haben ja den Star gesucht. Aber dass sie den jetzt jedes Jahr suchen, ich meine, was mit dem davor und was ist... Nee, das ist so ein Jahr ausprobieren. Genau, genau. Und wenn er überhaupt ein Jahr durchhält. Wenn er ein Jahr durchhält. Wenn die Plattenfirma das ein Jahr protegiert überhaupt. Ja. Ich habe auch Bekannte, die das gewonnen haben. Und eigentlich die es gewinnen, die verlieren eigentlich. Ja, weil du hast natürlich eine gewisse Sperre. Du darfst ohne das Zutun der Plattenfirma oder der Produktionsfirma bis zu 3 Jahren nichts alleine veröffentlichen. Die haben die Hand drauf, was veröffentlicht wird. Somit ist es eigentlich verlorene Zeit. Du gibst ja auch viel Eigenes ab. Also ja, anfangs habe ich da mal reingeguckt und habe sehr schnell gemerkt, dass die man gut fand, entweder rausgewählt wurden. Und wenn sie es geschafft haben, war das Endprodukt nachher nicht mehr das, was man eigentlich an denjenigen toll fand. Es ist ja auch viel Kalkül dahinter. Ja? Also viele werden, und das weiß ich halt auch, deutschlandweit schon im Vorfeld angeschrieben, sind alles bekannte Sänger, professionelle Sänger, die werden eingeladen und die wissen eigentlich schon vom Entry, wann es rum ist. Dann können die schon wieder Gigs buchen, weil ich bin nächste Woche eh nicht mehr dabei. Ah, super, alles klar, okay, dann machen wir das. Das geht auch, aber das meine ich mit Zukunft, meine ich eher, es sollten wieder wirklich Charaktere sein. Und zwar die Leute machen lassen, die ihren Kram auch auf die Reihe kriegen, die das gut können, was sie da tun. Mhm. Ja? Wenn du jetzt einen Kfz-Betrieb aufmachst, der so mittel ist, aber du bist total nett, ja, dann bringt mir das ja nichts, weil du total nett bist. Ja, von mir erwartet man auch, dass ich meinen Job richtig mache. Oder wenn ein Heizungsinstallateur kommt und die scheiß Heizung morgen nicht funktioniert, dann muss ich sagen, Alter, du bist total nett, aber du bist scheiße. Du hast deinen Job nicht gemacht. Ja, so. Ja. Und von mir erwarten alle, dass ich meinen Scheiß richtig mache, also mach du ihn auch richtig. Und nur so halbgeil funktioniert dann nicht. Also du musst genauso ran und deine Sache gut machen. Und die muss dann halt auch funktionieren ohne Cubase, ohne, weißt du, das muss halt auch mal so funktionieren. Ja, aber ohne Autotune funktioniert es ja offensichtlich nicht mehr heutzutage. Ja, ja, scheinbar. Darf ich da mal ganz kurz intervenieren? Günther, machst du mal noch 3, bitte? Ich schon zu. 3? Ja. Ja, aber das ist ja tatsächlich so, und wenn man dann einen Namen hat, in Anführungsstrichen, dann kann man ja auch fast jeden Scheiß veröffentlichen. Ist mir also jetzt kürzlich aufgefallen, sprich diese Woche, ich möchte da jetzt keinen Namen nennen, aber jemand, der ein bekannter Name ist, neue CD und bla bla bla, oder neuer Titel rausgebracht und tralala und hopsasa, und ich höre mir das Ding an und ich denke mir, wenn er jetzt keinen Namen gehabt hätte, der wäre nicht mal in das Vorzimmer einer Produktionsfirma gekommen. Ja. Also mit dem Song absolut abgeschmettert. Mhm. Passiert auch. Ich meine, es gibt dann ja auch so Phänomene, wo der Künstler dann irgendwann nicht mehr immer nur das Gleiche machen will und sich vielleicht mal ein bisschen dreht und was neu erfindet. Mhm. Finde ich auch sehr geil. Also es gibt da Künstler, bei denen dauert es dann halt mal so ein paar Wochen. Du hörst diese Platte und denkst so, ja, nee, das ist eigentlich totale Grütze. Also irgendwie bringe ich das nicht in Verbindung mit dem, was ich von dem Typen erwarte. So. So wie Nick Kershaw zum Beispiel auch jemand ist, den man in den 80ern nur mit Hits wie Won't Let the Sun Go Down on Me, Wouldn't It Be Good, ja. So ein Kram, wo man sagte, ja, das will ich von dem Typen hören. Dass der aber fantastische andere Alben gemacht hat und auch immer noch macht, aber irgendwann gesagt hat so, ey, nee, ich mach jetzt mal für mich. So. Mhm. Die großartig sind, Wahnsinnsalben, finden aber nicht den Anklang. Da sagen Leute halt auch manchmal schon so, oh, ist aber nicht so geil. Dankeschön. Also manchmal muss man dem auch ein bisschen Zeit geben, aber es kann natürlich sein, danke sehr, mach gut. Es kann natürlich sein, dass der Künstler, von dem du jetzt sprichst, dass du sagst, okay. Ja, gibt es halt noch, die tauchen auf einmal überall auf, Fernsehen, Radio, wo du das Radio anmachst und denkst, nicht schon wieder, ne? Das finde ich genauso schlimm. Ne? Das möchte ich jetzt auch keinen nennen. Nee, aber da gibt es ja auch Gründe für, warum das so ist. Ja, ja, finanzieller hauptsächlich. Ja, und Playlists und Plattenfirmen, die Radiostationen damit ausstatten, die denen von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr sagen, was sie zu spielen haben. Ja. Ich meine, kein Radio-DJ heutzutage, egal ob bei News 89.4, Welle Niederrhein oder WDR 4, kann das auflegen, wo der Bock drauf hat. Das ist lange vorbei. Ich finde es schlimm, wenn ich also 4-mal am Tag das Radio anmache und 4-mal am Tag... Rihanna, ja. Ja, nee, nicht schon wieder, ne? Oder Ed Sheeran. Oh ja, Ed Sheeran, auch ganz cool. Mark Forster. Dann kommst du nach Hause, machst das Radio an und dann hast du den schon wieder, ne? Ja, Kugong.
Entschuldigung. Oh. Ja. Das ist eigentlich nicht so schlimm, die Musik. Kann man so als Mainstream-Catcher hören. Tut keinem weh, aber ist auch nicht so geil. Aber wenn du so fünfmal am Tag das Lied hörst, dann denkst du auch so, und was darf ich jetzt zerschlagen? Ich möchte es jetzt noch mal hören. Ja. Geht mir ganz oft so. Ich bin ja froh, dass WDR 4 mittlerweile so geil ist. Ja. Also, wenn, dann höre ich WDR 4. Entschuldigung, du bist 35? Ja. Fast. Ja. Nee, weiß ich gar nicht. 36. Ja. Und du hörst WDR 4. Okay. Ja, klar. Ja. Also. Das ist schön, Vicky, das freut mich. Oh, wenigstens einer. Ja. Wir sind leider mit der Zeit durch. Tut mir leid. Ja, nein, ich wollte es auch nicht. Ne? Aber alles gut. Nee, alles gut. Und immer vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Eröffnung. CD mal vielleicht einmal noch. Ja, Dennis Hormes. Ja. Danke. Und wir können natürlich ganz viel behaupten, er kann Gitarre spielen und kann keine Noten lesen und hört sich trotzdem geil an. Können wir alles behaupten, aber man muss das auch... Muss man das? Muss man. Muss man. Also zum einen hat der Dennis hier diese CD gemacht. Also der hat sogar vorher schon mal eine gemacht, vor geraumer Zeit, da war er viel, viel jünger. Nee. Was? Ja, da warst du viel, viel jünger. Wie lange ist das her? 12 Jahre? Irgendwie so. Ja, ich glaube. Dennis Hormes Blues Band. Blues Band noch. Ja. Und diese hier heißt Six String Therapy. Ja, ist kleiner Zungenbrecher, ich weiß. Ja. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ich hätte da sogar noch eine andere Idee für das nächste Album. Aber das ist ein anderes Thema, das sprechen wir gleich drüber. Super. Wir wollen das tatsächlich mal ein bisschen live hören. Mhm. Ja, oder? Ja. Okay. Und ich habe da die Limited Edition, die halt auch nur halb so voll ist, aber egal. Ja, ist alles in Ordnung, super. Da ist schon ziemlich viel Dampf drauf. Mit großer Band, großer Besetzung oder relativ große Besetzung. Ja, eigentlich relativ klein, aber dafür großer Sound. Zumindest haben wir es so versucht. Ja, richtig fett auf jeden Fall. Und da haben wir gesagt, das wollen wir hier eigentlich auch haben. Und da hast du gesagt, ist vielleicht nicht der richtige Ort, nicht der richtige Rahmen dafür. Ich mach das mal akustisch. Ja, dachte ich mal so. Ja, und von der E-Gitarre halt tatsächlich wieder zurück zu den Roots. Oder zu dem, wie es eigentlich gehören müsste. Ich jetzt aber noch 3 Seiten abschneiden. Ah, du bleibst bei 6. Ist ja auch doch. Six String ja, genau. Therapy. So ein bisschen und du hast eine Konzertgitarre mitgebracht. Ja, das Steel String. Ja. Steel String. Ja. Gut, also nicht mit Nylon-Seiten, sondern mit Stahlseiten. Richtig. Klingelt ein bisschen mehr. Mhm, genau. Und ist nicht ganz so dumpf. Und ich würde sagen, da hören wir uns jetzt ein bisschen was von an. Okay. Stay.
Irgendwie sowas. Dankeschön. Dennis Hormes Six String Therapy. So, das muss man schön langsam sagen, ja, damit man sich da nicht verhaspelt. Wer jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist von dieser Kostprobe, die Leute, die jetzt hier live sind, die können hier, da am Tisch, können diese CD käuflich erwerben. Juhu. Die Leute, die jetzt nicht hier sind, sondern die das nachher im Internet gucken, wie können die denn... Die können die über die Website bestellen, tatsächlich. Du hast eine Website? Ja. Hör mal, vielleicht hätte man das mal erwähnen sollen. Ja, nee, komm, ist auch, natürlich, www.dennis-hormes.de. Da gibt es einen Webshop, ja, mit allen Alben, also natürlich diesem, der Bluesband-Platte und diversen anderen. Wo du so mit getan hast. Zum Beispiel, ja. Ja. Natürlich nicht alle, ne, aber auf jeden Fall diese ist im Webshop erhältlich. Okay. Genau. So, also... Dann über Dennis Hormes. Der Link steht ja hier unten drin, ne? So. Hier so? Ja, ungefähr da, ne? Kriegen wir das hin? Oder ist das noch zu hoch? Ja, ja. Da so? Da. Schön. Da so gehört. Da ist dann der Link zu sehen, ne? So. Und jetzt wenden wir uns einem ganz anderen ähnlichen Thema zu. Auch hier geht es um Musik, also maßgeblich. Allerdings in einer anderen Richtung, ums Plattenlegen auch und um die Krefelder Clubkultur. Und ach, wir waren einfach mal in einem der aufwendig gestalteten Läden in Krefeld, würde ich sagen. Würde ich so sagen. Ich bin die Emmy und mir gehört das Magna Pop. Seit rund 5 Jahren ist die ehemalige Thekenchefin die Inhaberin des Magna Pop. Gerne inszeniert sich die DJin auch als Geschöpf der Nacht und schmeißt Partys mit den Titeln wie Schneewittchen rockt Aschenputtel. Schon kurz nach der Volljährigkeit war ihr klar, dass ihre Lieblingsbeschäftigungen Feiern, Musik hören und Auflegen sowie Zocken in ihrem Berufsbild enthalten sein müssen. Bereits seit Anbeginn machte der Fan von Harry Potter die Theke und Gastbetreuung in dem Laden, den sie 9 Jahre später übernehmen sollte. Sie schläft und liest gerne und treibt sich häufig auch an ihrem Lieblingsort, dem Stadtwald, rum. Die Frau mit dem Ordnungsfimmel ist zwar selbst großer Verfechter von Indie-Rock, Elektro und Britpop, allerdings ist sie musikalisch sehr offen und arbeitet mit Veranstaltern vieler Genres, die in ihrem Bereich kompetent sind. Strumpfhosen-Shoppen ist eines ihrer Laster und Intoleranz kann sie gar nicht leiden. Sie ist bescheiden und willensstark und dennoch auch manchmal etwas unsicher und schüchtern. Wie sich die Clubkultur verändert hat, wird sie uns heute erzählen. Begrüßt mit uns die Clubbetreiberin und DJ Jennifer Harkenewert, alias Emmy Nenz. Ja. Ja, Clubbetreiberin. Das hattest du so als Berufswunsch in deinem Portfolio stehen, seitdem du 12 bist. Nicht ganz. Ich wusste schon immer, dass ich einen eigenen Laden haben möchte. Und dann habe ich das Magna Pop kennengelernt und wusste, es muss dieser Laden sein. Und dann hast du dich sozusagen durch die kalte Küche eingeschlichen, hast dich erstmal an der Theke verdingt. Hast dann das DJ-Pult übernommen und hast gesagt, hör mal, eigentlich mache ich doch schon alles. Kann ich den Laden jetzt auch übernehmen? So ungefähr, ja, doch. Das passt schon. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also. Was die Weltherrschaft dann nicht war. Was war die Faszination für dich am Magna Pop? Warum du gesagt hast, der Laden muss es sein? Die Atmosphäre in diesem Laden ist einfach sehr schön. Die Menschen sind sehr nett. Sind sehr schön? Nein, nein, es ist einfach schwer zu beschreiben, wenn man noch nicht da war.
wenn man schon mal da war, weiß man wahrscheinlich, was ich meine. Es ist einfach sehr besonders und das hat man nicht an jeder Ecke. Was macht denn für dich diese Besonderheit aus? Die Wandbemalung ist einfach speziell. Ist schwer zu sagen. Na? Ja. Es liegt ja nicht nur an der Bemalung. Also nein. Die Bemalung ist tatsächlich sehr speziell, weil es ist grundsätzlich auf rotem Grund schwarz-weiß gemalt. Und sehr viele Elemente, die man so aus den 70er Jahren kennt, sage ich mal, so von den Stilelementen her, Monty Python-Geschichten, wie wir auch gesehen haben, diese zeigende Finger, also ganz typisch 70er Jahre, aber mit moderneren Objekten da drin halt auch, ne? Das ist ja so eine ganz witzige Geschichte dabei. Ja, könnte man jetzt so. Das ist ja einfach Magic, ne? Für manche manchmal ist es Magic. Locations. Also wenn Bands kommen, die noch nie da waren aus Übersee, USA oder so, wir hatten ja schon viele Bands von außerhalb da, die sind einfach auch sofort begeistert und vergleichen den Laden auch mit den CB hier in New York, wie heißt das, CBGBs? CBS. Ja. Oder im Underground in Köln. Es ist schon faszinierend irgendwie. Es ist ein kleiner Laden, aber... Naja, ganz so klein ist der ja nicht. So klein auch nicht, also, unbedingt, ja, das stimmt. Du hast zwei Bereiche, du hast sogar zwei Theken da drin. Also ja. Einen so einen chilligeren Bereich und einen, wo auch richtig... Ja, wo richtig Krawall ist manchmal. Richtig. Wie du ja in deinen eigenen DJ-Sets gemacht hast, legst du sehr viel Britpop auf und solche Sachen. Ne? Indie-Britpop. Ja. Indie, genau, Indie-Britpop-Geschichten. Wie wandelt sich denn diese Clubkultur deiner Meinung nach? Ich glaube, den Leuten geht es weniger um die Musik, die läuft, sondern eher darum, dass ein... besonderer Abend entsteht, dass es die Nacht des Jahrhunderts wird und das macht die ganze Sache halt auch viel schwieriger, weil es ist schwer, so einen Standard aufrecht zu erhalten, jeden Abend die perfekte Party zu machen. Leute hören Spotify, die interessieren sich nicht mehr dafür, wenn du ein neues Lied spielst, wenn es nicht auf eins live lief oder so. Mhm. Deswegen gehen wir ja verstärkt in Richtung Live-Musik, weil für uns ist das immer was Besonderes. Die Leute... die spielen, die sich das angucken. Es ist eine bessere Atmosphäre und bringt mehr rüber als irgendeine Party, wo 0815 Musik läuft. Mhm. Diese Leute, die aber zu diesen Partys gegangen sind in der Vergangenheit, und da gab es ja durchaus einige, ja. Ne? Wo sind die? Zu Hause auf der Couch. Ist das sind die jetzt alle älter geworden? Sind ins Alter gekommen, ja? Die gehen nicht mehr so oft raus, ja. Ja. Also die Leute, die ich da kennengelernt habe vor Jahren, gehen wirklich seltener noch raus. Und das liegt am Alter, meinst du? Ich denke schon. Ja, ja dann, man geht nicht mehr jeden Samstag raus, man geht vielleicht einmal im Monat nur noch raus, wenn alles stimmt. Ja. Wenn der Eventcharakter da ist. Ja, aber Eventcharakter und wie du sagst, die Nacht des Jahrhunderts ist natürlich immer schwierig, weil noch einen obendrauf und noch einen obendrauf, irgendwann ist ja auch die Fahnenstange am Ende. Das heißt, die Leute wollen mehr entertained werden, als, ich sag jetzt mal, sich mit ihren Freunden treffen, schöne Musik hören, was trinken und... Das kann man auch alles zu Hause haben, natürlich. Ja, aber ne? Also ich sag mal so, das Tanzen und sich so ein bisschen abfeiern, finde ich jetzt zu Hause in den eigenen Fällen schwierig. Nun, wenn man halt auch über 30 ist, hat man wahrscheinlich auch schon einen Partner. Nicht zwingend, aber dann verbringt man vielleicht auch lieber die Zeit zu Hause beim Partner. Leute, die rausgehen, suchen ja meistens auch jemanden. Ja, es gibt solche und solche, das stimmt schon. Die flüchten. Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass Pärchen rausgehen sollen. Nein. Also,
passiert selten. Sind jetzt vielleicht Gerüchte. Das ist auch unbestätigt, das Hörensagen. Aber ich glaube, dann hat man nicht unbedingt mehr Lust, mit 18-Jährigen zu feiern, ab einem bestimmten Alter. Vor allem musikalisch. Die jungen Leute hören halt eher Mainstream oder so Musik, die bei uns definitiv nicht so läuft. Mhm. Und also ich kann jetzt nur sagen, wenn ich bei euch war, habe ich mich, obwohl ich also über 18 bin, wohlgefühlt und hatte auch nicht das Gefühl, ich falle da jetzt auf und bin zu alt dafür. Also irgendwie habt ihr eine Atmosphäre, die einem trotzdem einen Wohlfühlcharakter gibt. Dass man also nicht jetzt das Gefühl hat, man passt da nicht rein. Und das fand ich sehr angenehm bei euch. Aber wir machen ja viel Rock und eher speziellere Sachen, eher Subkultur und das ist nichts für junge Leute. Deswegen ist die Füllmenge auch nicht so stark wie in anderen Läden vielleicht. Ja, ist die Menge an Leuten, die irgendwo hinströmen, in anderen Läden so viel mehr? Wo Mainstream gespielt wird, wo... Ja, weiß ich nicht, wo nicht tatsächlich die Charts nein. rauf und runter gespielt werden? Nein, nicht zwingend. Nicht unbedingt, aber mit Rockpartys hat man vor 10 Jahren 200 bis 300 Leute erreicht. Jetzt sind es definitiv weniger. Mhm. Ich denke schon, dass das daran liegt, dass es momentan weniger Rockmusik gibt, die neu rauskommt oder die Leute sich einfach nicht mehr so sehr damit beschäftigen, dass es wirklich Massen anzieht. Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass die Massenanziehungskraft von Musik in der Form so nicht mehr gegeben ist, weil halt viel mehr gestreamt wird und viel mehr Musik verkonsumiert wird. Dementsprechend auf den einzelnen Künstler, auf den einzelnen Song immer weniger Wert gelegt wird. Stellst du das so ähnlich fest oder ist das nur meine Empfindung? Generell schon. In Subkulturen ist das vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ich finde, da sind die Leute auch noch ein bisschen interessierter, was es Neues gibt. Zum Beispiel im Bereich Metal, wenn wir Metal-Konzerte machen, auch mal mit unbekannten Bands, gehen Metal-Fans einfach hin, um was Neues kennenzulernen. Das gibt es nicht in allen Musikrichtungen. Mhm. Besonders im Metal so, ne? Also die sind ja, ein bisschen besonders im Metal oder im Hardcore-Bereich. Mhm. So. Also interessierter im Sinne von die konsumieren auch unbekannte Bands. Das weiß ich auch aus dem Freundeskreis. Das ist tatsächlich so. Den Mainstream, den du meinst, ist wahrscheinlich wirklich der Popmarkt, ne? Oder der Pop-Rock, was auch immer mag. Ja. Da ist es natürlich so, dass Leute meistens den einen oder anderen Song kennen, aber selten das Album. Mhm. Wer kennt mal das Album? So, ich meine, ja. Geht mir ja schon manchmal so, muss ich gestehen. Ja, das sind manchmal auch so Phasen, wo ich dann einen Künstler plötzlich total klasse finde und sage so, ach cool, das höre ich mir mal an. Aber da fehlt mir dann natürlich auch der Background zu dem, wie kommt der da hin, was hat er gemacht und so. Die Schnelllebigkeit in so einer Szene. Die Frage dabei natürlich dann tatsächlich ist, inwieweit muss man sich mit dem Background der einzelnen Leute befassen, wenn man das, was sie jetzt gerade im Moment machen, gut findet oder vielleicht auch einfach nur interessant findet, ohne jetzt zu wissen, was haben die vorher gemacht oder wo geht die Reise hin. Klar. Das ist ja auch ganz, kann ja auch ganz spannend sein. Andererseits ist es tatsächlich so, ich habe letztens ein Interview gehört, wo ein Musikproduzent sagte, dass sie tatsächlich für Spotify die neuen Songs so schreiben, dass halt in den ersten 15, 20 Sekunden, die bei Spotify kostenlos sind, schon alles drin ist, was der Song bietet, damit dann überhaupt weitergehört wird, damit dann damit überhaupt Geld verdient werden kann. Ja? Klar. Und das ist natürlich nicht das Publikum, was du ansprechen willst. Richtig, ja. Und welches Publikum willst du ansprechen? Das ist ja dann die andere Frage. Oder welches Publikum erhoffst du dir? Ich erhoffe mir Publikum, was offen für neue Musik ist, auch für Sachen, die man halt nicht kennt. Wir machen ja auch viele lokale Acts, dass man sich einfach mal was Neues anguckt und Leuten eine Chance gibt, vielleicht auch mal bekannt zu werden. Mhm. So, ich glaube, das gibt es relativ wenig in Krefeld, dass auch mal eine Band, die gerade mal eine EP gemacht hat, die aus Krefeld kommt, eine Chance hat, irgendwo zu spielen. Finde ich gut. Ich finde das cool. Ja. Das heißt, du nimmst auch einfach irgendwelche Bands, scheißegal, ob die irgendwas gesigned haben, sonst irgendwas, du nimmst sie einfach rein und sagst, ihr könnt hier spielen, guckst irgendwie, dass das mit dem Eintritt irgendwie einhergeht oder
Finanzierst du das? Wir gucken dann, dass wir Türdeals machen, dass jeder was davon hat. Ja, klar. Also auf jeden Fall nicht so wie in Köln, Pay-to-Play, sowas finde ich total ekelhaft. Das ist leider... Ne? Ja, es ist gang und gäbe mittlerweile, aber sowas finde ich nicht schön. Aber es ist jetzt auch nicht diese Root-Nummer, das muss ja auch nicht sein. Ne? Das ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Machst du Door oder machst du Root oder machst du beides? Darfst du das? So, weißt du, das ist auch so. Die Problematik bei Konzerten auf Hut ist tatsächlich, dass es für den Konsumenten erstmal für lau ist. Und alles, was nichts kostet, ist auch nichts. So, und bei vielen. Andererseits, wenn eine Band spielt und die kostet 5 Euro, dann ist das auch manchmal noch zu teuer. Es gibt ja so Leute, die können, ne, die das auch so sehen. Das ist gar keine Frage. Es gibt auch Leute, die auf der Bühne stehen, wo ich mir sage, das gehört nicht auf eine Bühne. Oder auf eine sehr spezielle. Also, auch das gibt es, gar keine Frage. Auf der anderen Seite kann das ja auch den Reiz von so einem Abend ausmachen. Ich meine, jetzt, wenn man bei so 5 bis 10 Euro, das ist ja jetzt nicht unbedingt was so weh tut. Und wenn man dann einfach mal was Neues hat, entweder hat man einen schönen Abend oder man hat Pech gehabt und muss gehen und gucken, dass man sich woanders die Ohren wieder auspusten lässt. Ja, absolut, also ich finde das ja immer super. Also ich mache sowas auch ab und zu. Ich meine, ich habe jetzt nicht immer groß den Nerv, mir Bands anzugucken, weil man ja selber auch Musik macht. Mhm. Ja, dann ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Ich glaube, du würdest jetzt auch nicht in einen anderen Club gehen. Erstmal so irgendwie out of the blue. So. Würdest du schon mal informieren. Da ist am Wochenende immer in meinem Club nicht, aber... Genau, das meine ich ja. Wobei ich auch da schon total geile Sachen entdeckt habe. Also auch Bands, von denen ich nie was gehört habe. Ich war irgendwann mal in Barcelona und habe tagsüber einfach mal geguckt, so, scheiße, spielt hier irgendwo eine Band? Ist hier irgendwas? Und dann spielte die International Voodoo Machine. Oh ja. Und ich so, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gehe da mal hin. Urban Voodoo Machine. Urban Voodoo Machine. Aber das ist nicht International Urban Voodoo Machine. Und komm da rein und denkst du, sag mal, haben die sie noch alle? Also das war zwar tierisch. Hm. Ja, irgendeine völlig zerzauste Olle mit Geige oder irgendeiner Trompete oder so. Ein Schlagzeuger, riesiges Körpervolumen, komplett grün angemalt. Teilte sich das Schlagzeug mit einem anderen Schlagzeuger, der halb so breit war. Aber es war super, so ein tierischer Abend. Und das hat auch irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Euro Eintritt Barcelona. Keiner kann es wissen, aber trotzdem voll. Und die Leute haben es gefeiert. Ich habe mir danach auch eine Platte gekauft. Also, verfolgt die auch bis heute. Tierische Band. Ich habe eine Originalbesetzung gesehen mit Nick Marsh, Gitarrist, der wohl angeblich in den 80ern auch mal im Pop-Business erfolgreich war, leider jetzt mittlerweile verstorben ist. Aber man entdeckt schon so Sachen. Und ich finde gerade auch Clubszene macht man manchmal viel zu selten. Deshalb finde ich das so geil, dass du einfach auch irgendwelche Bands spielen lässt. Einfach auf gut Glück. Ja, mein Gott, entweder kommen 10 oder es kommen 100 oder 300, keine Ahnung. Den Mut muss man natürlich haben. Andererseits, du machst das ja auch nicht aus reinem Vergnügen. Du willst ja auch zumindest die Kosten drin haben und vielleicht sogar davon leben. Willst du davon leben? Ist das eigentlich, ist das unverschämt zu fragen? Willst du davon leben? Es wäre schön, wenn man das könnte. Es ist sehr unwahrscheinlich natürlich, dass man alleine davon leben kann. Ja. Aber insofern, man kann es ja nicht als reines Hobby machen und jede Woche da sich die Nächte um die Ohren schlagen und dann auch noch Geld mitbringen. Das wäre ja, irgendwann fängt es ja dann an, albern zu werden. Ne? Und das ist ja beispielsweise auch so eine Geschichte, die nicht nur jetzt fürs Magnapop, sondern für viele Veranstaltungslocations, Venues, wie man auch neudeutsch sagt, stattfindet, dass immer wieder gesagt wird, ach, die machen bald zu. Das war tatsächlich so, als wir bei dir waren zum Dreh, da kursierte kurz vorher wieder das Gerücht, Magnapop macht doch bald zu. De facto ist es aber... Ich habe den, einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich will das noch weitermachen. So, das heißt also, das Magnapop macht erstmal nicht zu. So. Sehr gut. Ne? Ja. Und damit man diesen 5-Jahres-Vertrag auch halten kann, sollte man auch einfach mal da hingehen. Ne? Einfach mal in den Laden gehen, einfach mal gucken, was da läuft. Jetzt ist zugegeben, Metal ist jetzt echt nicht meine Kernkompetenz. Das kann ich manchmal aushalten, aber nicht so häufig. Aber ihr habt ja auch eine ganze Menge andere Geschichten schon da gehabt. Absolut. Und da muss man einfach mal gucken. Jetzt, das war der Abend vor Heiligabend, am 23.12. Mit
Ska und Reggae? Oder Ska, was? The Knicks spielen The Knicks, jedes Jahr am Samstag vor Heiligabend. So, ja. Das heißt also auch in diesem Jahr, der Samstag vor Heiligabend, ja, The Knicks, also Ska vom Feinsten. Und es gibt halt auch jede Menge andere. Ist es schwierig für dich oder für dein Publikum, dass halt keine, in Anführungsstrichen, Kontinuität da ist? Das heißt, wenn ich jetzt als normaler Konsument, sage ich jetzt mal, in einen bestimmten Laden gehe, dann erwarte ich da X. So, und wenn du jetzt sagst, ich möchte aber das und auch noch das und vielleicht auch noch mal was ganz Abstruses, kommt dein Publikum, gibt es Stammpublikum, die damit klarkommen, die einfach sagen, interessiert mich nicht, was da gerade läuft, ich bin offen für alles, oder? Gibt es auch, aber die meisten Leute informieren sich einfach vorher. So, was ist für ein Konzert, gucke ich mir das an oder nicht? Oder was ist für eine Party oder ist überhaupt Party? Ein bisschen informieren sollte man sich schon, aber ich glaube, wenn man vorbeikommt, ist man nie falsch, weil wir ja doch schöne Sachen machen, die nicht so mainstreamig sind. Wenn man ein bisschen auf Subkultur steht, ist man bei uns auf jeden Fall richtig. Das heißt, einfach mal ein bisschen mutig sein, neugierig auf was Neues und dann ist man bei dir an der richtigen Tür und darf auch gerne reinkommen. Genau. Gib uns mal so ein bisschen Ausblick. Kannst du das schon machen, so ein bisschen Ausblick geben aufs kommende Jahr? Weil wir sind ja jetzt definitiv am Anfang des Jahres. Und da ist vielleicht jetzt nur diesen Monat irgendwie was zu sagen, ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, sondern tatsächlich. Aber ich könnte diesen Monat auf jeden Fall was sagen, wenn du Ska magst. Zum Beispiel am 26. haben wir auch Ska in Kombination mit einer Rockband. Am Abend darauf, am 27. haben wir 12 Inch da, das ist eine Coverband. Mhm. Ansonsten ja, auch wieder viele Hardcore-Metal-Konzerte schon geplant. Reggae-Dancehall-Partys, Rock-Partys, Punk-Partys. Also es gibt schon einiges. Es gab mal einen Vorstoß, relativ viel Hip-Hop bei euch zu machen. Wir haben am zweiten Samstag des Monats immer Hip-Hop mit Live-Rap und Graffiti und Battles. Wenn man auf Hip-Hop steht, ist das auf jeden Fall gut. Also es ist schon sehr, sehr vielschichtig. Das auf jeden Fall, ja. Dann hast du noch ein Ding am Start, was ich also auch total irre finde, sowas überhaupt zu machen. Du machst Retro-Game-Partys. Ja. Also, ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Hä? Was ist das denn? So. Und zwar wird da mit alten Videospielen gespielt. Richtig, auf alten Röhrenfernsehern. Geil. Das heißt, das ganze Ding wird also massiv aufgerüstet, umgerüstet auf Fernsehbetrieb. Ja. Röhrenfernseher. Wird auch immer sehr warm. Ja, das Ding. Du könntest aber an den Stromzähler so einen kleinen Ventilator anschließen, weil der bläst das alles wieder raus dann, ne? Gehe ich von aus. Magnet dran. Ja? Ja, aber das ist ja eine ganz andere, ganz abgefahrene Szene, ne? Absolut, ja. Ist sehr speziell, aber ich habe früher schon immer gerne gezockt und meinen Ex-Freund, mit dem ich den Laden betreibe, auch. Und irgendwann kam uns die Idee, sowas einfach mal anzubieten. Das wurde ganz gut angenommen. Manche Leute bringen dann auch ihre eigenen Konsolen und Spiele mit. So, und man hat einfach Spaß zu zocken zusammen. Wie stelle ich mir das vor? Du hast also 40 Fernseher da stehen und hast dann sozusagen 80 Leute, die jeweils mit einer Konsole da, ja, bei den alten Spielen ist ja nichts mit Multiplayer, da ist ja Multiplayer 2, ne? Ja, gibt auch Spiele mit 4 Spielern. Mit 4 schon, okay. Ja. Das ging beim Gameboy doch auch, oder? Konnte man über so ein Zusatzding mit 4 Leuten sich dann irgendwie über so eine Station verbinden, glaube ich.
Gameboy bin ich tatsächlich raus. Also da, bitte? F1-Race war so. Ja, genau. Genau, richtig. Aber ich habe auch so, eine alte Spielkonsole. Vectrex heißt sie. Das ist so ein. Sowas haben wir auch da, ja. Ja? Und wenn man den her, also das ist alles nur so Greenscreen, ne? Und wenn man dann aber für das jeweilige Spiel den Hintergrund wechseln will, muss man nicht den Hintergrund wechseln, sondern den Vordergrund. Da hat man nämlich so eine labbrige Platte, die man einfach in den Bildschirm klemmt und dann ist es das Spiel. Ja? Ah. Das ist tierisch. Das Ding ist, glaube ich, ziemlich gesucht sogar. Genau. Vectrex Home Computer, keine Ahnung. Hat irgendwie so einen Joystick, 4 Buttons. Und da gibt es halt echt diese typischen von Tennis über ja. So Pseudo-Kriegsspielchen irgendwie, aber es ist total gut. Müssen wir wieder aus dem Keller holen. Ja. Komm ich mal vorbei. Ja, so. Ganz genau. Aber das sind keine normalen Partygänger oder keine normalen Konzertgäner, die dann dahin kommen. Definitiv nicht. Das sind alles Nerds. Die sind alle blass, die haben alle solche Brillen. Und nein, so schlimm. So ganz fahle Haut. Sind auch Konzertstammgäste dabei. Ja. Auf jeden Fall. Die kommen aus. Ja. Man stellt sich das, glaube ich, schlimmer vor, als es ist. Wir hatten auch mal eins live dann da an so einem Abend und die haben dann so nette Fragen gestellt. Ja, was machst du als Mädchen hier? Ah, okay, Mädchen dürfen nicht zocken, oder? Ja, scheinbar war das komisch und ja, schöne Anmachsprüche auf Gaming Art. Kannst du meinen A-Button mal drücken? Was ist das? Der A-Button. Also was ich letztens gesehen habe, was ich sehr, sehr witzig fand, die 8-Bit-Katze fand ich super. Das ist so eine Katze, die hinter so einer 70er, 80er-Jahre-Tür, Glastür sitzt und halt so typisch verschwommen auch. Sie sitzt halt nur draußen. Und wir haben eine seltene 8-Bit-Katze aus den 90ern gefunden. Ja. Ist sehr, sehr geil. So mit Klötzchen-Grafik, ja. Das ist ja dann auch, ne? So. Auch, ja. Wie weit geht es denn in die spielemäßige Neuzeit bei diesen Gaming-Dives? Ich glaube, PlayStation 2 ist das Neueste. Ist das Jüngste dann da? Ja, wir hatten auch schon mal eine PlayStation 3 da, aber das ist dann doch ein bisschen... Das war voll der Outsider, oder? Alter, ey. Da gucken wir alle so mit gerümpfter Nase. Es soll halt Retro sein. So wie zum Oldtimer-Treffen mit dem Golf 2 kommen. Ja, das ist demnächst soweit. Das ist auch schon soweit. Ist schon soweit, ja. Nein, aber das ist eine Geschichte, die dir auch sehr am Herzen liegt. Ne? Ja. Aber mit wie viel Aufwand ist das betrieben? Also wann fängst du an mit dem Aufbau? Puh, also man braucht schon so 5 Stunden locker für den Aufbau, würde ich jetzt also so geschätzt, ja. Ja, das heißt aber auch ungefähr 5 Stunden auch wieder für den Abbau. Und der ganze Abbau geht schnell. Der Abbau geht schneller. Geht immer schneller. aber dieser ganze Krempel muss ja irgendwo auch gelagert werden. Die Fernseher stehen bei uns in der Garage und die Konsolen stehen natürlich sicher zu Hause. Naja, also das ist schon mit nicht unerheblich Aufwand, diese Geschichte. Ja. Ja, viel Aufwand, ja. Ja. Die haben wir geschenkt gekriegt. Viele Leute wollten ihre Fernseher loswerden und zack. Aber da besteht bei euch keine Not, dass ihr jetzt... Es besteht bei euch keine Not, dass ihr jetzt dringend neue Fernseher sucht. Nein, noch funktionieren also. Gut. Hast gut. Du noch welche in der Werkstatt? Und die Spielekonsolen, sagst du gerade, die habt ihr bei euch zu Hause, das sind 20, 50? Wie stelle ich mir das vor? Ist das... Nein, so viel ist das nicht. Also da stehen ungefähr, im Laden stehen dann so 10 bis 15 Fernseher, würde ich jetzt schätzen. Und dann verschiedene Konsolen, beziehungsweise wir lassen auch Fernseher frei, falls jemand noch seine eine Konsole mitbringt. Mitbringt. Ja. Mhm. Mhm. Und die Spiele gebt ihr dann auch vor oder kann dann jeder mit seinem Ding, was er zufällig mitgebracht hat, da kommen und sich da einklinken? Ich habe extra gesagt, nicht einstecken. Ne?
Ich habe es extra gesagt. Ne? Gibt es denn da auch so eine Hierarchie? Oder also, ist das uncool, wenn ich jetzt mit Tetris komme? Also, nein, Quatsch. Also, man kann seine eigenen Sachen mitbringen. Wir haben dann aber auch natürlich viele Spiele im Laden. Und dann geht man einfach zur Theke und sagt, was habt ihr für Spiele für die und die Konsole? Und dann geben wir die raus. Und das funktioniert wie? Dann gibt es einen Pfand oder nein. Eintritt? Eintritt haben wir, ja. Okay. Das heißt, was kostet das, wenn man bei euch mal spielt? 3 Euro. Mein Gott! Ja. Das ist ja ungefähr ein Bier und ein Schluck mehr. Ja. Mein Gott, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann die konsumieren dann auch ganz okay, oder? Es geht. Also, stimmt, die Nerds, die saufen den nächsten. Ja, die Red Bull. Aber das ist teuer, das ist wenigstens teuer. Ja. Wir haben an solchen Abenden dann auch Special Drinks, die dann Namen haben, wie in den Spielen. Super Mario ist so ein Shot zum Beispiel. Okay. Der Kaktus aus Final Fantasy. Kann man besonders gut springen danach. Auf jeden Fall. Und sieht überall Affen. Oh, okay. Auch wenn man nachher nicht mit dem Kettker durch Krefeld fährt, gibt es ein sehr spannendes Video zu. Es ist ein Franzose, der hat das doch gemacht, fährt dann durch Frankreich und wirft auch Bananenschalen hinter sich. Als Super Mario? Rémi Gaillard heißt der, musst du mal googeln, sehr witzig. Das spricht die nur Italienisch, die ganze Zeit. Nein, der spricht gar nicht. Der spricht gar nicht. Der wird auch einmal von der Polizei festgehalten und wartet dann den Moment ab, wo die Jungs sich zum Auto wenden und haut dann einfach ab. Sehr genial. Motto-Party. Das kann man durchaus machen. Wie kommst du denn an deine Bookings zu deinen Live-Acts, die du da hast? Kommen die einfach so auf dich, auf euch zu oder suchst du speziell danach oder kommen die durch Empfehlung oder wie funktioniert das? Alles. Ich habe im Hardcore-Bereich Veranstalter, die kommen dann zu mir und sagen, ich habe das und das. Wenn es um lokale Acts geht, gucke ich auch gerne mal selber. Mhm. Was gibt es hier so? Oder klar, viele schreiben mich an. Können wir bei euch spielen? Wenn da jetzt was ist, wie ich sage, das gehört nicht auf eine Bühne, wie bringst du dann so eine Absage rüber? Oder sagst du nicht ab? Sagst du, ist mir scheißegal, jeder muss sich so blamieren, wie er ist? Es kommt echt drauf an, wenn eine Band aus Bayern kommt, die keiner kennt, dann sage ich direkt, das lohnt sich nicht, weil die Krefelder ihren Arsch nicht für etwas bewegen, was sie nicht kennen. Es ist leider so, die meisten tun es nicht. Man muss schon irgendwas aus der Umgebung haben, wo dann auch Leute schnell hier sein können, weil aus Bayern kommt dann keiner. Das ist irgendwie schwierig. Naja, dass sie ihre Fancrowd mitbringen, ist unwahrscheinlich, ja. Wenn ich jetzt eine Band aus Krefeld hätte, die nicht so tolle Musik macht, würde ich sie spielen lassen. Ja. Also trotzdem? Trotzdem, ja. Auf jeden Fall. Von mir aus. Blamiert euch. Ist das schon mal vorgekommen, dass du für dich gedacht hast, also jetzt nicht für die Allgemeinheit, sondern dass du für dich gedacht hast, ouch, das hätte ich mir jetzt aber verkniffen. Oh ja, ist schon mal vorgekommen, ja. Also oh ja heißt, es war besonders schlecht oder es ist schon sehr häufig vorgekommen? Beides, nein. Ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Fan, auch wenn wir viel Hardcore machen. Manchmal ist mir das einfach zu hart. Mhm. Da denke ich mir, nein, bitte nicht. Okay. Aber wenn die Leute Spaß daran haben, ist ja okay. Wenn sie Spaß daran haben, dann ist ja, wie sieht es denn da, blödes Klischee, blödes Vorurteil, ich möchte es trotzdem fragen, wie sieht es denn da mit den Beschädigungsraten aus? Dass irgendwie besonders viel zu Bruch geht bei solchen Partys oder irgendwas, oder macht das gar keinen Unterschied? Es hält sich in Grenzen. Manchmal hat man bei Partys auf jeden Fall mehr Bruch als bei Konzerten. Die Leute sind bei Konzerten schon ein bisschen vorsichtiger und rücksichtsvoller. So. Die wollen andere Leute nicht verletzen, stellen ihr Glas dann lieber woanders hin, wenn sie Pogo machen. Okay. Straightforward. Mit offenem Glas, ja? Aber das kommt schon vor, dass da also richtig auch
ja, Pogo tüchtig gerempelt wird oder ähnliches. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja? Hast du das so Gummiwände und so, wo die dann sind? Ja. Oh Gott, nein. Hätte ja sein können, so ein Safety-Kanten. Könnte ich mal einführen. Ja. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber das ist eine interessante Frage. Wie sieht das denn rein rechtlich aus mit der Haftpflicht? Gibt es da eine spezielle Veranstalterhaftpflicht oder bist du dann gar nicht der Veranstalter? Oh, habe ich jetzt schlafende Hunde geweckt, ja? Das war jetzt so nicht Nein, geplant. Ich habe natürlich eine Haftpflichtversicherung, aber ich hatte jetzt noch nie irgendeinen Fall, dass irgendjemand sich so verletzt hat, dass ich da irgendwas Spezielles bräuchte. Na, wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Ja. Das ist, genau. Aber du hast schon die Absicht, all diese verschiedenen Genres in der Subkultur weiter zu bedienen. Ja. Und willst dich also auch nicht von irgendwas verabschieden oder irgendwie was? Nein. Nein. Nicht wirklich, nein. Ich denke, man sollte jedem irgendwie eine Chance geben, zu feiern oder zu spielen oder irgendwas zu erleben, was man halt nicht überall erleben kann. Ich finde, da ist unser Laden genau richtig für. Das würde ich auch so sehen. Also das würde ich ganz klar so unterschreiben. Und ich würde auch jedem mal anraten, guckt euch mal dieses Programm von Magnapop an und achtet darauf, was da so läuft. Es gibt so viel Unterschiedliches zu entdecken. Also ich war schon ein paar Mal da. Ich fand eine Party, hat mich total begeistert. Das war eine Rock'n'Roll-Party, wo bekannte Rock'n'Roll-Songs gespielt wurden von den Originalinterpreten. Also nicht von denen, die nachher damit bekannt wurden und die dann groß gemacht haben. Es wurden Elvis-Songs gespielt, aber von den Interpreten davor. Ach so, es wurde gespielt. Es wurde gespielt. Okay, ich war jetzt gerade so, wo kommen die her? Nein. Das kam dann von Platte bzw. CD oder wie auch immer. Da wurden also tatsächlich die Songs gespielt, bevor sie von irgendjemandem Bekannten adaptiert wurden und groß gemacht wurden. Also wirklich die Originalversion. Das fand ich sehr, sehr abgefahren. Also auch das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, solche Partys kann man bei euch erleben. Und das sollte man durchaus mal tun. Also wer jetzt sich hier in der Runde dazu begeistert fühlt, einfach mal ins Magnapop gehen, einfach mal gucken, was es da so gibt. Ja, auch alte Männer können da hingehen. Aus den 50er-Jahren. Auch alte Männer können da hingehen. Ich war ja auch schon da. So. Das würde ich also jedem empfehlen. Und vielen Dank, dass du da warst. Eminenz vom Magnapop. Yeah. Könntest du dir jetzt so vorstellen, dass auch so unbekannte, nicht richtigen Metalcore, also Menschen, die nicht mal Noten lesen können, dass sie auch bei dir spielen können? Wir geben jedem eine Chance. Selbst jedem. Das ist so. Hör mal, da stiehlen wir doch jetzt gleich mal was ein. Ich will erst mal gucken, ob ich bei der 80er Gamer Party da irgendwie was reißen kann mit meinem Vectrex. Das machen wir auch. Da gehen wir mal zusammen. Sehr, sehr cool. Ja. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Aber ich denke, wir hören uns noch mal ein bisschen was an. Auf 6 Seiten. Ah ja. Schaffst du das? Ja. Ja, dann würde ich das gerne noch mal tun. Alles klar. Hören wir uns noch mal ein bisschen was von Dennis an. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bären Sie uns bald wieder.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön an alle. Dankeschön, Loddens Schwade. Habt noch einen schönen Abend. Danke.